Hallo zusammen, ich bin's, euer Fitzbahn mit dem Spiel Port Royal 3. Ja, in der letzten Folge war es ja nicht so prickelnd. Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe aber auch eine Idee, warum das bei der automatischen Seeschlacht so in die Grütze gegangen ist. Ich glaube, dass das in die Grütze gegangen ist, weil wir keine Besatzung hatten. Ja? Also dementsprechend werden wir jetzt einfach hier mal ein bisschen aufstocken. So, dann gucken wir mal. So. Ausrüsten. Wir können uns 80 Mann holen. Was nehmen wir denn hier? Munition sollten wir vielleicht auch mitnehmen, ne? Oh, 7200. Naja, komm, wir leisten uns das mal. Und kaufen wir den Plunder auch mal. Entermesser, Sprengfässer. Ist das sinnvoll, wenn man das kauft? Boah, 52.000. Oh, nö, das lassen wir mal. War jetzt eh schon teuer genug. So, dann werden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. In der Hoffnung, dass wir auch wieder uns noch ein paar Schiffe kaufen können. Und dann werde ich weiterhin die Schlachten auch automatisch machen lassen, weil manuell, ganz ehrlich, nein. Nicht mein Ding, will ich nicht machen, ist mir zu doof. Aber mit Handel ist hier auch Essig, ne? Also, was haben wir denn im Kontor? Haben wir da überhaupt noch irgendwas drin? Ein bisschen Zucker, ist klar. Aber ansonsten ist schon alles weg. Dann segeln wir einfach mal woanders hin. In der Hoffnung, dass sich da noch was ergibt. Gut, gucken wir mal, wo sind denn die Handelsrouten? Da. Jetzt in den Sturm rein, muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann fahren wir mal nach Turk Island. So. Und wir sehen, hier ist auch nicht sonderlich viel los. Das macht irgendwie nicht wirklich Spaß, wenn man nichts wirklich kaufen kann, weil alles schon irgendwie kacke ist hier. Selbst die Kleidung, die da hergestellt wird, ist nicht wirklich vorrätig. Ja, super. Aber anscheinend machen wir mit unserer Handelsroute, obwohl ja ständig gesagt wird, sie wäre ineffizient, doch etwas Geld. Gucken wir mal, was wir hier denn so kriegen. Ein paar Bananchen. Ja, Bananchen sind gut, Bananchen sind lecker und die sind auch gesund. Ich glaube, das... Oh, Eisen kann man doch ein bisschen kaufen, also Rohmetall. Rum. Ja, sehr schön. Dann gucken wir hier ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, wird das gut loswerden. Ach, schaut euch das an. So, wieder ein bisschen Geld. Ah, kriegen wir hier noch ein bisschen... Nee. Rum. Na, rentiert nicht. Dann auf nach Andros. Oh, Weizen kann man hier eine Menge kaufen. Zumindest für unsere Verhältnisse viel. Das können wir noch verkaufen. Das auch. Das wird sehr wahrscheinlich nicht lohnen. Das ist zu wenig. Aber hier können wir ein bisschen rumlos werden. So, wunderbar. Und dann nach Nassau. Oder wie man das auch immer ausspricht. Ich sage jetzt einfach Nassau. So. Quatsch. Wollen ja kaufen, nicht verkaufen. Jetzt habe ich nicht gekauft, weil ich auf die rechte Maustaste gekommen bin. So. Na, komm. So. Ein bisschen was ging doch. Baumwolle. Den restlichen Rum. Ein paar Brote nehmen wir auch mit. Gut. Dann hier rüber. Und wir sehen, wir können wieder schön was verkaufen. Sehr gut. Dann machen wir wenigstens noch ein bisschen Kohle. Ah, wir brauchen noch Besatzung. Ne, hab ich schon. Ich dachte schon, Mehr Bananen.
bananenreiche Region hier oben. Ein paar Tücher. Ansonsten Seile können wir vielleicht mitnehmen. Ja, das Brot können wir verkaufen. Sehr schön. Auf zu den Bahamas oder Grand Bahama. Noch mehr Bananen. Und mehr Mais. Rum. Und fahren wir erstmal nach Charleston. Gucken wir mal. Dann fahren wir hier dann runter. Da werden wir auch die Bananen los. Ach, schaut euch das an. Sehr schön. Ist das Kapital auch nicht mehr so gebunden? So viel Steine auf Lager und verkaufen nichts. Drecksäcke. Färbemittel hat doch, glaube ich, auch nichts. Ja, doch ein bisschen. Fleisch ist auch da Mangelware. Na, so. Da haben wir fast den Stand wie zu Beginn der Aufnahme. Auch schön. Schau mal nach Port Royal. Ja, bei Gelegenheit werde ich das tun. Nö, dann behalte ich es lieber. Ein paar Steinchen können wir noch mitnehmen. Bananen weg. Hier können wir zumindest mal ein bisschen Tuch kaufen. Sehr schön. Baumwolle auch, wenn es nicht rentiert. Färbemittel. Da habt ihr euer Fleisch. Seil weg, den Rum weg. So. Es gibt übrigens ja auch Achievements bei den Spielen. Und ein Achievement ist, dass man in jeder Stadt oder in jeder Siedlung, die man da abklappert, auch noch in die Taverne gehen kann. Aber wenn sich das nicht im Laufe des Spiels so ergeben wird, dann ist das so. So Achievement geil bin ich ja nicht. Da sind wir die Bananen auch wieder los. Hier den Stoff auch. Und da die Baumwolle. Bisschen Färbemittel noch. Kleidung würde ich gerne selber produzieren. Weil sie doch recht teuer zu sein scheint. So, fahren wir hier nochmal lang. Können wir nach Florida, auf die Keys. Ein paar Bananen. Ein bisschen Mais. Ein Mais, ja super. Färbemittel. Sonst nix. Schade. Dann nach Tampa. Und Holz. Bisschen. Komm, so. Steine weg. Weizen. Bananen weg. Den Mais raus. Oh, hier wird Färbemittel gebraucht, wa? Auch wenn das da hergestellt wird, kann ich es da jetzt super verkaufen. Sehr schön. So kann das weitergehen. Sehr gut. Ich bin bis jetzt zufrieden. Wenn mir jetzt nicht gleich mein Schiff irgendwie unterm Arsch weggeschossen wird, fände ich das super. So. Oh,
uns. Mehr Tuch. So. Nicht lukrativ gewesen. Aber das war gut. Färbemittel. Ach, schon wieder Färbemittel. Na gut, überredet. Kaufen wir doch ein bisschen Färbemittel. New Orleans. Da ist eine Hungersnot. Das rentiert nicht, will ich nicht. Die Baumwolle könnt ihr haben. Dann behaltet halt euer Färbemittel. Wenn ich nicht zu günstigen Preisen kriege, dann will ich es nicht. Nö, lass mal. Dann einmal nach Corpus Christi. Auch ein merkwürdiger Name. Aber gut Holz und gut Getreide. Oh, schau dich das an. Wie viel Färbemittel? Knüller. Hoffentlich hauen wir uns jetzt das Schiff nicht voll mit Färbemitteln. Wäre, glaube ich, nicht so klug. In Cayman stimmt was nicht. Tja, was soll denn in Cayman nicht stimmen? Vermutlich zu wenig Arbeiter. Ja, und da ist unser Schiff voll. Da müssen wir erstmal hier ein bisschen verkaufen. Aber das rentiert ja kaum. Dann können wir auch noch ein bisschen Holz kaufen, denke ich. Ja, dann sind wir voll. Dann gucken wir mal. Dann fahren wir halt mal nach Cayman. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Auf. So. Dann können wir hier jetzt den Weizen verkaufen, weil die haben eh eine Hungersnot. Und da glaube ich auch gerade gebaut wird, geben wir denen nochmal eine gute Portion Holz. So. Und wir könnten das auch mal hier in unser Konto packen. Da kann er das nach und nach verkaufen. Warum auch nicht? So, dann gucken wir mal hier nach Cayman rein. So, und was soll hier jetzt nicht stimmen? Beliebtheit ist immer noch bei 100. Was hast du denn hier? Habt ihr Interesse an einem Warengeschäft? Seid gegrüßt. Ich befinde mich gerade auf einer größeren Verkaufstour. Muss mein Geschäft jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Weile ruhen lassen. Habt ihr Interesse, mir meine Waren zu einem vorteilhaften Preis abzunehmen? Was kostet das denn? Ach komm, wir machen das jetzt einfach. So, dankeschön. Wer weiß. Vielleicht verdienen wir damit ja gut etwas. Ich hätte jetzt natürlich erst nachgucken können, was das denn so bringt. Aber ich glaube, das sah jetzt erstmal gut aus. Und von daher belassen wir es jetzt erstmal dabei. Gut, dann auf zur Weltkarte. Wir können auch ein bisschen was davon jetzt wegnehmen. Gucken wir mal hier. Wir haben ja 600 Stück. Laden wir uns jetzt hier mal gut voll. So, und fahren das jetzt, nachdem wir hier noch den Rest
schön gekauft haben. So. Da könnten wir sogar noch mehr kaufen, wa? Mal ein bisschen. Färbemittel ist klar, damit kaufe ich jetzt aber nichts. Gut, passt soweit. Dann tun wir das nämlich in unser Lager bei Port Royal. Oder Port Royal. Und hauen den Kram da rein. Das Holz dann bitte auch. So. Und dann gucken wir mal, was denn hier noch so anliegt. Ja. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus, aber unsere Beliebtheit ist erst bei 30. 33, okay. Psst, hier, ich habe etwas für euch. Ja, Piratenversteck interessiert mich jetzt mal noch nicht. Nee. Oh, ein bisschen, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber guckt euch mal an, Galeone, 120.000. Heidewitzka, 36 Kanonen. Fregatte, 70.000. Ach, jetzt ist sie schon weg, oder was? Hat die jetzt wer anders gekauft? Nee, doch nicht. Ach, das sind alles... Ah, okay. Das sind alles unterschiedliche Schiffe. Da musst du halt 1000 mal klicken. 600 Laderaum, was hat denn die Fregatte? 400, 26 Kanonen, die Galeone, 36 Kanonen und auch noch mehr Leute. Unterhaltskosten 280 am Tag, ne? Tiefgang 2. Schau mal nach Port Royal. Ich bin doch schon da. Ach, guck mal hier. Was möchtest du denn? Ich biete euch folgenden Auftrag an. Bis zum 12. November. Welchen haben wir denn? Jetzt sehe ich das nicht. Weil da die Aufnahme, das Aufnahme-Overlay drüber ist. Also irgendwas im Oktober haben wir. Also bis 12. November. 40 Färbemittel. Würde uns Beliebtheit verschaffen. Machen wir das oder machen wir das nicht? Nein, machen wir nicht. Was haben wir hier für ein Problem? Ich grüße euch und weise darauf hin, dass uns hier Rohstoffe fehlen. Ja, und? Warum fehlen die? Weil du alles verkaufst, oder was? Rohstoffe schützen für 5 Tage. Jetzt mache ich nicht schwach. Müssen wir jetzt noch eine Zuckerrohrplantage bauen, oder was? Fände ich ziemlich doof. Wie teuer wird uns das denn werden? Wo haben wir den Baumeister? Das müsste der doch sein, ne? Hier. Schauen wir mal. Ne, das sind die falschen. Tabak, Brennerei, Gießerei, Maisfarm, Baumwollfarm, Wohnkomplex, Lagerhaus. Ne, die Zuckerrohrfarm hatten wir doch auf den Cayman gebaut. Okay, dann fahren wir mal nach Cayman und gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen was umstellen müssen. Und dann bräuchten wir eigentlich auch eine Warenbeschaffungsroute, sag ich mal. Aber wir fahren jetzt bitte nicht leer darüber. Ja, Holz lassen wir mal. So. Ja, das lohnt sich hier nicht, weil unsere Handelsroute da doch ganz gut abfrühstückt, denke ich mal. Nee, irgendwas im Kontor noch. Ne, das lassen wir mal genauso wie es ist. Dann fahren wir halt mal leer nach Cayman. Nein, ja, wir müssen eh in die Stadt reingucken. Das müsste unser Lagerhaus sein, genau. Herzlich willkommen. Wir haben hier ausnahmsweise keine Probleme.
Das ist sehr löblich. Dafür bezahle ich dich ja auch, ne? Rohstoffe schützen 20 Tage. Was haben wir denn? Bilanz. Ja gut, der macht jetzt natürlich hoffentlich gutes Plus. Ja. Mieteinnahmen 29.830. Halt. Ne, den lassen wir. Verwalter, Rohstoffe schützen. Der Verwalter gibt sie nicht an Handelsrouten weiter, wenn sie deinen Betrieben in der Stadt als Rohstoffe dienen und ihr Vorrat Waren sperren. Ups. Hier, das müssen wir sperren. Abgabe an Konvoi. Verkauf an Stadt. Wie viel stellen wir denn eigentlich her? Nochmal gucken hier bei den Waren. Sind 80. Dann sollte das komplett an den... Nee. Das macht keinen Sinn. Kann ich die nicht einfach so sperren? Halt. Nee, geht nicht. Dann lassen wir es mal beim Konvoi. In der Hoffnung, dass das klappt. So, Waren sperren. Und eigentlich kannst du auch Waren kaufen, wenn sie 80% sind und verkaufst sie für 120, eine Gewinnspanne von 40%. Und da wir hier ja nicht wirklich Steuern zahlen müssen, ist das egal.